So, moin Leute, willkommen zu Tag 16 und somit zu einem neuen Video. Tag 16 mit Easy Carbo. Joa, ich hatte heute, weil Easy Carbo ja in erster Linie gegen Rotalgen eingesetzt wird. Also eigentlich ist es ja ein, ja, wird es ja als Kohlenstoffdünger verkauft. Aber man kann es ganz gut zweckentfremden, ja, zur Bekämpfung von Rotalgen, also Easy Carbo. So, dadurch, dass ich ja Rotalgen, also in meinem speziellen Falle habe ich Pinselalgen und habe aber zusätzlich auch Grünalgen, vermehrt Grünalgen drin, also Fadenalgen, so, die gehen. Ja, Easy Carbo hilft auch bedingt gegen diese Alge. Also, na, es greift wohl auch diese Alge, denke ich, an, aber effektiv eben nicht. Effektiv hilft Easy Carbo halt nur bei Rotalgen. So, dann gibt es von Easy Life, das ist ja die Firma, die das Easy Carbo vertreibt. Von der Firma Easy Life gibt es noch ein Produkt, das nennt sich Alg Exit. Da war ich am Überlegen, das noch speziell gegen Grünalgen einzusetzen. Da habe ich mir aber Gedanken gemacht und habe gedacht, naja, wer weiß, wenn man diese Mittelchen zusammen nutzt, also Easy Carbo und Alg Exit, ob das nicht untereinander vielleicht reagiert, ob sich da ein Mittel die Wirkung des anderen aufhebt oder ob da irgendwelche schädlichen Prozesse dadurch entstehen können im Becken. Und bevor ich solche Experimente eingehe, halte ich immer ganz gerne Rücksprache mit jemandem, der halt mehr Ahnung hat wie ich davon. Ne? Kann man ja auch mal zugeben, dass man nicht alles weiß. Und selbst nach, was weiß ich, wie viel Jahrzehnten Aquaristik weiß man immer noch nicht alles. Und da habe ich bei uns in der Zoohandlung angerufen. Der eine, der da arbeitet, der, ja, dem vertraue ich schon. Also den sein Wort hat schon viel Gewicht für mich und dem vertraue ich auch. Und ja, also es ist kein Verkäufer, der einen nur irgendwas verkaufen will. Ne? Also wenn der seine Hilfe anbietet, sagt, komm, pass auf, versuch doch mal dies und jenes und wir gucken mal, dass wir das Becken wieder so hinkriegen, wie es mal war, dann vertraue ich ihm schon. Ne? So, und da habe ich ihn gefragt, ob ich das tun sollte. Dass ich Easy Carbo und Easy Life Alg Exit zusammen nutze, sagt er, er wird es, also das von Easy Life hat er auch im Moment gar nicht da, das Alg Exit, aber er hat von AK das Alg Away nennt sich das. Das ist von der Firma AK, die eben auch diese Microblift-Linie da vertreiben mit NPK-Dünger und Mikroorganismen und hast nicht gesehen. Und da meinte aber er würde das eben nicht zusammen mit dem Easy Carbo verwenden, weil in dem von AK ist wohl Salicylsäure drinne, also das, was auch in Aspirin ist, ne? Salicylsäure ist da drinne und bei Easy Carbo ist halt dieses Aldehydzeugs drinne und das scheint sich wohl nicht so gut untereinander zu vertragen. Er sagt, wart jetzt erstmal ab. Guck, dass du erstmal ein Problem löst, nicht so viele Probleme auf einmal lösen, sondern erstmal ein Problem nach dem anderen. Jetzt erstmal gucken, dass du deine Rotalgen wegkriegst. Na, die sind ja schon gut auf dem Rückmarsch. Das dauert jetzt natürlich noch Wochen. Du kannst nicht von einer Pinselalge verlangen, dass du Mittelchen reinkippst, drei, viermal und dann nach einer Woche sind sie weg. Also es dauert wirklich sehr, sehr, sehr lange, bis die wirklich weg sind. Also, und er sagt, dann kann man immer noch mal weiter gucken. Er sagt, du testest ja und hast ja deine Werte im Blick, aber du kannst auch gerne mal vorbeikommen mit einer Wasserprobe, meinte er, und dann noch mal gegentesten. Ne? Man kann ja selber immer mal einen Ablesefehler machen oder man erkennt eine Farbe nicht so richtig. Ne? Und das hatte ich ja beim letzten Wassertest, was ich euch gezeigt habe, hatte ich das ja, ja, das Problem mit dem Magnesiumtest, dass ich den nicht so gut ablesen kann. So. Und da werde ich morgen, werde ich in die Zoohandlung gehen. Da werde ich eine Wasserprobe mitnehmen, werde testen lassen.
Und deswegen eigentlich wollte ich heute einen Wassertest machen, den spare ich mir aber. Und ich lasse das Wasser dann morgen von der Zoohandlung testen. Dann nehme ich den Zettel mit, wo ich immer meine Wasserwerte reinschreibe, der im Koffer beiliegt. Und dann sollen die mal testen. Genau, er hat auch gefragt, wie es mit meinem Silikatwert aussieht. Sag ich, naja, Silikat kann ich nicht viel ändern. Ne? Ich habe kein Mischbettharz entfernt, also kein Mischbettharz. Weiß gar nicht, wie sich das genau nennt. Ja, hab keinen Harzentferner. Oder wie nennt sich das denn, verdammte Axt? Ich komme jetzt nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Sorry, wenn ich manchmal mit gewissen Problemen, also dass ich bei manchen Sachen Probleme habe, die klar zu erklären. Ich weiß, wie es funktioniert, aber habe manchmal Probleme, dass ich es nicht richtig erklären kann. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese Mischbett. Verdammt, Mischbett, Harze oder Vollendsalzer oder wie man es auch immer nennen will. Ihr wisst, wie gesagt, was ich meine. Und das habe ich nicht, weil das sind auch nochmal 200, 300, 400 Euro, die man da in die Hand nehmen muss, wenn du was Vernünftiges haben willst. So, und dann die Harze, die sind irgendwann auch erschöpft. Na, dann muss man die entweder komplett austauschen oder muss sie mit irgendwelchen Säuren dann wieder reaktivieren. Und ach, das ist mir viel zu umständlich und. Naja, deswegen muss ich halt leider mit dem Silikat leben. Ne? Und es ist halt nun mal da, auch im Ausgangswasser ist sehr, sehr viel Silikat enthalten, leider. Ja, von daher ist, wie es ist. Ich sehe zumindest keine Mangelerscheinungen bei den Pflanzen. Ich habe ja eine Pflanze von den Amazonas-Schwertpflanzen habe ich ja jetzt noch zum Verkauf gesetzt bei Kleinanzeigen. Das haben sich auch schon einige angeguckt. Mal sehen, ob sich da einer meldet. Also die kommt definitiv raus. Die bleibt. Die kommt raus. Da kommen dann Pflanzen hin, wie zum Beispiel dieser indische Wasserfreund, dieser oder auch im Deutschen genannt Kirschblatt. Ne? Also da werde ich mir nochmal ein paar Stängel schnell wachsende Pflanzen einsetzen. Hier, indischer Wasserfreund, dieser Riesenwasserfreund oder auch Kirschblatt, wie gesagt, genannt. Dann werde ich nochmal gucken, dass ich mir vielleicht nochmal ein Büschel, ja, ich möchte, klar, ich könnte Hornkraut nehmen, aber Hornkraut kannst du nicht einpflanzen, das musst du an der Oberfläche musst es fluten lassen. So, da habe ich dann wieder das Problem, dass das einen Haufen Licht wegnimmt für die Pflanzen unten, die dann auch wieder weniger wachsen. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Deswegen werde ich mal gucken, dass ich eine Wasserpest mir nochmal hole. Da wird eine Wasserpest eingesetzt, die auch nochmal überschüssige Nährstoffe rauszieht und vielleicht kriege ich ja dadurch die grünen Algen in den Griff und ich brauche dieses Alg-Exit oder so nicht. Ne? Also immer, ich bin schon bedacht, die Ursache zu bekämpfen und die Ursache rauszufinden. Ne? Vielleicht habe ich ja einfach noch zu viel Nährstoffe in der freien Wassersäule, die eben dieses Wachstum der grünen Alge begünstigt. Vielleicht brauche ich ja eigentlich gar nicht so viel Nährstoffe in der Wassersäule, wie es mir meine Tests halt anzeigen. Ne? Muss ich mal gucken. Wie gesagt, da bin ich fleißig bei, da noch das zu optimieren. Und ja, naja, so ist das. Dann ja, noch eine Info, was jetzt weniger mit Aquaristik zu tun hat, aber auch mit Feuchtigkeit und Wasser. Leider. Ich hatte ja die letzten Wochen und Monate hatten wir ja immer wieder extreme Probleme mit dem Internet, dass Abbrüche da waren. Vor 2, 3 Tagen hatte ich, da war den ganzen Tag Internet, teilweise eine halbe Stunde oder länger war das Internet weg. Da hatte ich ja angerufen bei unserem Anbieter und der hat einen Technikertermin vereinbart. So, und der meinte, der Techniker kommt vorbei am Donnerstag, also heute. Er guckt erstmal an der Straße am Verteiler, ob da irgendwie Probleme sind. So, das war scheinbar nicht, denn er war dann hier bei uns in der Wohnung an der Dose und da hat er festgestellt, dass die Kabels, die werden ja vorne abisoliert und das ist ja Kupfer, ne, ist ja logisch, und die waren oxidiert.
Also die waren nicht kupferfarben, sondern die waren halt schwarz. Die sind haben Belag gekriegt so. Und da hat er geguckt und da war er ganz erschrocken. Und zwar, ihr habt die Dose, ne? So, und das sind ja rechts und links zwei Löcher. Und in der Wand natürlich Dübel, damit man die halt festschraubt, die Abdeckung von der Dose, ne? Da war Feuchtigkeit drinne. Richtig krasse Feuchtigkeit. Also nicht nur so ein kleines bisschen, sondern richtig Wasser war da drinne. Da hat er mit einer Taschenlampe reingeleuchtet, da hat man das richtig gesehen, dass in diesen Dübellöchern Feuchtigkeit ist. So. Hat ein Taschentuch dagegen gehalten, dass das aufgesaugt wird. Ne? Das ist aber nur temporär, kurzfristig. Das wird immer wieder passieren. Er sagt, da ist die Wand feucht. Hundertprozentig ist die Wand feucht. Und das ist nämlich das Problem, was wir hier schon seit Jahren haben. Wir sind hier eingezogen in die Wohnung 2015, 2016. So. Ein Jahr später hatten wir übelst krass Schimmel. Ne, natürlich beim Vermieter Meldung gemacht. Also wir hatten in der Wohnstube, wir hatten in der Küche, im Schlafzimmer, im Kinderzimmer vor allem überall krass heftigen Schimmel, aber überwiegend an der Außenwand. So, dann kam einer hier, der Hausmeister, hat sich das angeguckt, bla bla bla, wir würden falsch lüften und hast nicht gesehen. Zu der damaligen Zeit, muss ich dazu sagen, hatte ich noch nicht diese ganzen Aquarium. Da hatte ich noch kein einziges Aquarium hier. Na, ich bin ja von Thüringen mit meiner Frau und meinem Sohn hierher gezogen, hier nach Schleswig-Holstein, hatte da aber kein Aquarium gehabt. So. Das erste Aquarium kam dann irgendwann mal hier. So, auf jeden Fall lange Rede, gar keinen Sinn. Der Vermieter meinte, ja, es würde an unserem falschen Lüftungsverhalten liegen, die Zimmerpflanzen wären schuld. Dann, wenn mal eine Spinnenwebe an der Wand ist oder mal ein bisschen Staub, dann das würde auch Schimmel fördern und diese ganze Scheiße, was man sich echt nicht geben kann. Ne? Naja, das führte dann so weit, dass wir uns eine Rechtsanwältin genommen haben, weil der Vermieter einfach nichts gemacht hat. Ne? Der Vermieter hat gesagt, wir sollen den Schimmel selbst entfernen, ne? Obwohl man das fachmännisch gar nicht selber, wenn man kein Fachmann ist, soll man da niemals selbst Hand anlegen. Erstens, du hast gar nicht die Schutzausrüstung, um Schimmel zu entfernen. Ne? Ich habe kein Atemgerät. Normalerweise setzt du da ein richtiges Atemgerät ein, ne? Damit du das nicht einatmest, falls du irgendwelche Schimmelsporen aufwirbelst und und. Sag ich, nee, mache ich nicht. Da gehe ich nicht ran. Das ist auch nicht meine Aufgabe, weil das nicht unser Verschulden ist. Das ist hundertprozentig ist es die Bausubstanz so. Aber nein, man ist ja als Mieter immer selber schuld. Ne? Naja, das führte dann am Ende so weit, dass wir uns eine Rechtsanwältin genommen haben, die die Miete bis zu 50% dann zum Schluss gekürzt hat und dann sind die auf einmal in die Puschen gekommen, ne, der Vermieter. Also Vermieter ist bei uns Buborg Vonovia, also jeder, dem Vonovia was sagt, ne, will da jetzt nicht so viel drüber erzählen, aber naja, die haben halt ihren Ruf, sagen wir es mal so. Ja, dann kam zwischendurch immer mal wieder der Schimmel, gerade in der Küche, ne? Ist ja ein Raum, den du nicht so heizen tust. Auch wieder an der Außenwand. So, dann kam mal der Hausmeister, der hat halt mit ein bisschen Chlor weggeputzt, so, hat ein bisschen Farbe drüber gesprüht, jetzt kommt der Schimmel wieder, ne? Nach über einem, naja, nach fast einem Jahr, ne? Naja, und jetzt stellt sich eben raus, dass wahrscheinlich die Wand feucht ist. So. Wenn wir jetzt direkt zum Vermieter hingehen und sagen, hier, passt auf, Telekom-Techniker war da, der hat festgestellt, in der Telekom, also in der Telefondose ist Feuchtigkeit. So, dann sagt der Vermieter, ja, sie haben falsch gelüftet. Deswegen haben wir gesagt, nee, pass auf, wir klären das gleich über den Rechtsbeistand und die sollen sich hier irgendwas einfallen lassen. Denn man merkt es ja auch an der Gesundheit, ne? Also, seitdem wir hier wohnen, merke ich zum Beispiel, ich hatte schon immer Probleme mit Reizdarm, ne? Aber seitdem ich hier wohne, und auch meine Frau sagt das, seitdem wir hier wohnen, haben wir nur Probleme mit dem Darm, ne? Ständig irgendwie Durchfälle und hin und her. Das kann schon sein, ne? Versteckter Schimmel vielleicht und. Das ist ganz extrem. Und ich habe vor 1,5 Jahren circa, habe ich draußen einen Flur, wollte ich renovieren. Da habe ich die Tapete abgemacht. Da hing an der Tapete richtig großflächig, richtig wirklich großflächig hingen da Putz. Der Putz an der Tapete, weil du den einfach von der Wand mit runtergezogen hast, ne? Der ist da richtig abgeblättert, richtig dicke Putzbrocken. Also es ist halt hier eine echt beschissene Wohnung. Das sind Wohnungen, die
Das sind alte Backsteinhäuser, ne? Die sind nicht gedämmt von außen. Der Dachboden, also wir wohnen ja dritter Stock, über uns ist der Dachboden. So, da sieht man den Dachstuhl und aber auch die Dachziegel. Also da ist keine Dampfsperre eingezogen, da ist nichts gedämmt oder sonst irgendwas. Ne? Auch die Außenwände, das ist blanker Stein, da ist nichts gedämmt und nichts. Ne? Da hast du hier so eine beschissene Energiebilanz. Wir haben noch uralte Heizkörper hier in der Wohnung, so alte. Wie sie früher waren, aus Gusseisen, diese, ja, diese Rippenheizkörper, ne? Ach, es ist so grausam. Naja, aber zumindest weiß ich jetzt, wo die Internetprobleme herkommen, ne? Dass es einfach die Feuchtigkeit ist, die auf Dauer eben die Kabels schädigt, die da in der Dose verbaut sind, ne? Klar, wenn die oxidieren, du hast dann keinen, die haben dann keinen Kontakt mehr, ne, zu den Anschlüssen in der Dose. Und ist klar, dass dann die Übertragung vom Signal nicht gegeben ist. Ne? Naja, ach, hör mir auf, ey. Und es wird ja jetzt hier auch noch immer schlimmer, ne? Also mit Wohnungssuche, also jeder, der heutzutage eine Wohnung sucht, der weiß, wovon ich rede. Gerade wenn du ein behindertes Kind hast. Es ist auch nicht einfach, was Behindertengerechtes zu finden. Parterre, womöglich, ne? Also wir brauchen ja eine Wohnung Parterre, also ganz unten. Gerade weil er ja seine Gehbehinderung hat, kann schlecht die Treppe hier hochlaufen. Ja, was bleibt mir anderes übrig? Ich muss ihn hochtragen. Huckepack. Der ist jetzt 10, der Kleine. So, und irgendwann hört es auf, da kannst du ihn gar nicht mehr tragen. Na, ich bin ja auch nicht der Gesundeste. Hab Arthrose im Knie. So, mein Rücken ist im Arsch. Ne? Das knackt ständig im Rücken. Ja, klar. Ne? Aber es juckt halt keine Sau, ne? Da ist keiner da, der einmal ein bisschen unterstützt mit Wohnungen und hin und her. Und wo ein Vermieter sagt, okay, pass auf, da ist ein Kind in der Familie, das hat eine hundertprozentige Behinderung. Ist ja nicht so, dass ich das einfach sage, wir können das ja nachweisen. Da ist keiner, der einen unterstützt oder ein Vermieter, der sagt, hier, pass auf, wir haben da eine Wohnung für eine Familie mit einem behinderten Kind. Könnt ihr vergessen, könnt ihr knicken, du bist total auf dich alleine gestellt, den Leuten ist es scheißegal, ne? Da kannst du in irgendeiner Wohnung verschimmeln, es juckt einfach keinen, ne? Das ist unmöglich, ey. So vom Kreis hier brauchst du auch nichts erwarten, ne? Denen ist es auch vollkommen Latte, ob du ein behindertes Kind hast oder nicht, ne? Das ist so zum Kotzen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber sorry Leute, dass ich euch die Ohren damit vollsülze. Aber das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Hat jetzt weniger mit Aquaristik zu tun, aber ja, ihr kennt mich ja, ich bin ein offener Mensch. Ich rede offen über meine Probleme, Sachen, die mich interessieren, Sachen, die mich belasten. Habe ich auch kein Problem, das öffentlich zu machen. Und ja, naja. Wie gesagt, das soll es auch für das Video gewesen sein. Hoffe, ihr fandet es wie immer interessant. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns dann, ja, würde ich sagen, zu einem neuen Teil. Dann morgen. Morgen dann auch im Livestream. Wer Bock hat, kann gerne dabei sein. Livestream wie immer Freitag. Genau. Da wird sicher auch wieder das Thema Aquaristik ein Thema sein. Also das Hobby Aquaristik wird da auch wieder ein Thema sein. Wie immer in meinen Livestreams geht es ja um alles Mögliche. Ne? Jo. Ansonsten dann erstmal vielen Dank für euer Interesse. Habt einen schönen Tag. Jo, dann bis morgen. Bye bye.